Der Helikopter hat Zwangspause. Dabei kann er doch so viel. Wir haben im Prinzip ein Gipfelrestaurant gebaut. Das war ein großes Bauprojekt, wo insgesamt über 2000 Flüge hochgegangen sind. Einsatz auf dem Nebelhorn. Hier wird dem Team von Tillmann Frohmeier alles abverlangt. Und am Ende winkt das Erfolgserlebnis. Ja, es ist wunderschön. Und im Prinzip ist es so, dass das Herzblut da immer noch groß dabei ist, weil es riesig Spaß macht, im Prinzip da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Doch derzeit stecken die Helis fest im heimischen Neuenstein. Zum Fliegen fehlt Tillmann Frohmeier nämlich die aktuelle Betriebsgenehmigung. Seit Wochen liegt die irgendwo bei der Post. Wenn wir die Genehmigung von unserer Aufsichtsbehörde, dem Luftfahrtbundesamt, nicht in der Hand haben, heißt es automatisch, dass wir letztens nicht grenzübergreifend fliegen können, speziell in Österreich. Das fängt mit Lastenflügen an und hört, wie gesagt, mit der wichtigen Lawinensprengung auf. In den Alpen liegt Schnee. Lawinen müssten dringend gesprengt werden. Da geht es womöglich um Menschenleben. Nicht nur der Hubschrauberunternehmer ist in einer verzwickten Lage. Leidensgenossen tauschen sich aus. Alle warten sie auf Post seit Wochen. Ulrike Langer vertritt Kinder vor Gericht in Prozessen mit Minderjährigen. Ich bekomme die Post so spät, dass ich von Gerichtsterminen zu spät erfahre. Ich kann Fristen, die mir das Gericht setzt, nicht einhalten. Schreinermeister Dieter Giebert kann seine Rechnungen nicht rechtzeitig zahlen. So geht Geld verloren. Ich skandiere meine Rechnungen und wenn ich dann 3 Wochen später komme und ich skandiere trotzdem, dann ruft natürlich der andere, der Rechnungsschreiber an und sagt zu mir, geht nicht, du kannst kein Skonto mehr abziehen, weil du 14 Tage oder 10 Tage drüber bist. Siegfried Böhnisch hat sich unlängst in Öhringen im Postverteilzentrum umgesehen. Sein Eindruck? Chaotisch. Ja, alles voll mit Päckchen und Briefen und Fahrzeuge. Wenn die Post nicht liefert, heißt es selber fahren. Hier nimmt Bürgermeister Karl-Michael Niklas Unterlagen entgegen, an denen Fristen hängen. Unlängst wollte er sich beschweren, vergeblich. Wir haben uns auch an die Bundesnetzagentur gewandt wollten da unseren Unmut kundtun. Allerdings werden sie da nach 5 Minuten in der Warteschleife getrennt. Für Postsprecher Marc Mombauer kommt alles zusammen. Weihnachtspost, Corona und ein extrem hoher Krankenstand in den Bereichen Heilbronn und Hohenlohe. Die Post gebe sich alle Mühe, um Abhilfe zu schaffen. In der Region Hohenlohe ist es derzeit so, dass die Kolleginnen und Kollegen von Mitarbeitern aus umliegenden Zustellstützpunkten unterstützt werden. Und darüber hinaus sind noch 20 weitere Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die eigentlich im Innendienst tätig sind, aber jetzt auch mit sortieren und vor allem mit zustellen. Und tatsächlich, genau in dem Moment, in dem wir in der Ortsmitte Neuenstein drehen, kommt erstmals wieder die Post. Und Tillmann Frohmeier bekommt tatsächlich die Genehmigung des Luftfahrtbundesamtes, auf die er so lange gewartet hat. Bloß Lawinen sprengen kann er damit noch nicht. Es bleibt spannend. Im Prinzip ist es so, dass nachfolgend weitere Genehmigungen ineinander reingreifen. Das heißt, wir müssen dann Außenlandegenehmigungen beantragen. Wir müssen letztendlich in den einzelnen Bundesländern in Österreich weitere Genehmigungen beantragen, die uns letztendlich die Grundlage gibt, hier tätig zu werden. Immerhin, für die Flieger von Neuenstein kündigt sich ein Happy End an, nach wochenlanger Warterei. Und nach diesem Probeflug könnten sie bald wirklich wieder aufbrechen, auf zu neuen Aktionen.